was bisher geschah. Unser Buschmann wurde aus seinem Dorf geworfen, weil er das so seltene Feuer hat ausgehen lassen. Du Vollidiot, hättest du aufgepasst, müssten wir jetzt nicht so weit laufen. Aber naja, nun marschiert unser Held, Buschmann tollpatschig durch die Gegend und findet als erstes einen Apfel, den er nach überragenden Fähigkeiten seines Spielers, oh, damit bin wohl ich gemeint, auch essen durfte. Doch dieser Apfel war komisch. Unser Buschmann fiel in eine Art Trance und plötzlich fing ein Baum an, mit ihm zu sprechen. Was lernen wir daraus, liebe Kinder? Finger weg von Drogen und komischen Äpfeln. Zeitgleich flogen unsere sogenannten Bienen davon, die unser Buschmann nun einfangen sollte. Kaum 10 Minuten gespielt, fanden wir uns auch schon in einem riesigen Bauch eines Dinosauriers. Oder was das auch für ein Vieh war, wieder. Gekonnt meisterten wir natürlich alle Aufgaben und uns war keine Aufgabe zu eklig, sei es Kuscheltiere in die Nase werfen, Nägel hochklappen oder einfach nur mit innen reinspielen. Für uns ist wirklich keine Aufgabe zu schwer. Ach, was rede ich hier eigentlich? Einfach mal das erste Video anschauen. Freunde, willkommen zurück zu Fire. Ja, wir haben uns kein Stück bewegt. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession und wir verfolgen jetzt die Biene. Ja, wir nennen sie jetzt einfach mal die Biene, weil die mich so stark an diese komischen Sachen da erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich blende jetzt einfach mal so ein Teil hier ein, dann könnt ihr mal sehen, was ich meine. Die haben nämlich ziemlich starke Ähnlichkeiten. Ich bin eine Biene. So. Und du? wir haben hier auch keine weiteren Möglichkeiten bekommen. Die Biene ist einfach weitergerutscht, während wir hier immer noch gammeln. Schade, dass man uns nicht irgendwie... Ach, guck mal. Ah, das wackelt hier, Peter. Ja, bestimmt müssen wir jetzt... Nee. Jetzt wackeln die nicht mehr. Jetzt haben wir kaputt gemacht. Wackeln die jetzt nochmal? Nein. Die haben aufgehört zu wackeln. Hä? Können wir nochmal ziehen? Was passiert jetzt? Nichts. Das kann nicht sein, dass wir hier nach einer Folge schon so Probleme haben. Das ist ein Kinderspiel. Eigentlich. Aber es ist kein Problem. Wir haben gute Musik. Gute Unterstützung. Was wollen wir mehr? So, aber hier können wir jetzt nichts Besonderes mehr machen, ne? Nope. Schade Marmelade. Vielleicht sollten wir einfach mal wieder hier mit seinen Gedärmen in der Reihe ein bisschen rumspielen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Gehen wir jetzt einfach nochmal den Weg. Ah, sieh mal einer an. Ausgekackt hat er den Kollegen, glaube ich. Jawoll. Mir gefällt der Typ jetzt schon. Leider wissen wir nicht seinen Namen. Wir nennen ihn jetzt, wir taufen ihn jetzt einfach mal Klaus. Ja, Klaus auf großer Weltreise. Ach du Heilige. Stacken wir erstmal mit dem Kollegen hier. Alter Vater. Oh Mann. Regen? Okay, das war der sexy Regentanz. Können wir den nochmal sehen? Jawohl. Oh yeah. Party. Regen. Komm, ein letztes Mal, weil es so schön war. Bemerke bitte den sexy Hintern. Yo. Und den Hüftschwung. Regen. Okay, genug getanzt hier. Jetzt sollen wir erstmal... Alter, dagegen hauen, Kollege.
Jetzt sollen wir wohl erstmal irgendwas mit Regen suchen. Hä? So eine Steine? Hallo! Cool. Ja, hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin der wilde Katze. Ah! Ach Gott, die kann... Nein, nein, nein! Oh, das war nicht geplant. Okay, vielleicht sollen wir einfach mal wieder guten Morgen sagen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Oh oh. Ah. Wahrscheinlich aber immer noch wieder. Ah, okay. Wir können ihn jetzt einfach so anstupsen, oder was? So, aufstehen. Aber versuchen wir nochmal. Die hüpfen ja zu cool. Ey. Nochmal. Den können wir gar nicht anstupsen, du. Aber wir lassen das jetzt auch mal hier mit diesen Leertasten gedönsi wohnsi. Weil das macht ja irgendwo keinen Spaß, ne? Das nimmt ja ein bisschen Spielspaß und Spannung. So, wir haben jetzt irgendwas freigelegt hier, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir gehen erstmal zum Typen hier wieder. Ah, nee, Moment mal. Wir machen das mal dunkel und gehen mal wieder zurück. Mal sehen, was passiert. Vielleicht pennt er ja auch. Können wir den jetzt loslaufen lassen? Oh, verträumt lassen wir ihn in den Tod laufen, wir Schweine. Na, ah, er zählt Schafe, auch nicht schlecht. Ah, nee, das wollten wir lassen. Leute, ist... Wir haben was gefunden. Auf jeden Fall, hier ist schon mal so eine komische Wolke. Das ist vielleicht schon gar nicht so verkehrt. Genauso wie hier. Gehen nochmal weiter. Können wir den jetzt vielleicht irgendwie aufwecken? Tada! Na? Okay. Die Wolke haben wir jetzt weitergeschoben. Die ist jetzt also über unseren Herrn Kollegen hier. Aber ich verstehe den Sinn des Ganzen noch nicht so. Vielleicht kann der uns einfach nochmal einen sexy Regentanz machen. Das hat jetzt wahrscheinlich herzlich wenig gebracht. Da kommen wir auch nicht hin. Das ist übrigens so eine coole Keule. Die will ich haben. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal dunkel machen. Jetzt hat er ja den sexy Regentanz getanzt. Oh, stell die doch nicht so doof an. Da. Oh.
Ja, man muss nur ein bisschen fuchteln. Den kleppt also auch mit den Nachbarn. Jetzt haben wir hier irgendwas Schönes gemacht. Da fehlt noch einer. Sollen wir vielleicht überall mal längs gehen und die Sterne anmachen? Was passiert, wenn ich jetzt auf Tag gehe? Nichts. Ja, vielleicht. Nee, auch nicht. So, wir haben jetzt Sterne angemacht. Und nun? Müssen wir die vielleicht in irgendeiner bestimmten Reihenfolge anmachen? Machen wir alle wieder aus. Weil irgendwie reagieren ja diese Löcher da drauf. Ja. Jetzt haben wir den. Nein. Wir probieren das jetzt einfach mal so auch nicht. Den hier? Nee. Ist das dann verkehrt, wenn die rot aufleuchten? Aber da sind ja nicht mehr viele. Was ist, wenn wir anders anfangen? Ah, das hat wohl irgendwas damit zu tun, wa? Nee. Ja. Nee. Map. Nee, wir probieren das einfach. Es muss ja hier irgendwo einen Hinweis geben, oder? Wir können doch jetzt nicht einfach hier dumm und dämlich. Ding, ding. Map. Zweitausend Jahre später. Map. Das muss irgendwas mit diesen Sternen hier aus sich haben. Nochmal. So, wir fangen mal an mit dem. Der ist schon mal komplett verkehrt, so wie es aussieht. Aber das muss doch hier irgendwo ein Hinweis versteckt sein. Das dann, ey. Hey, war der schon mal komplett verkehrt? Stunden später. Ich möchte einmal noch Enter drücken. Ja, das haben wir schon mal rausgefunden, dass wir die so anklicken können. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist wirklich einfach nur hier. Ich weiß nicht, ob ich richtig lege oder einfach nur komplett Kacke mache hier. So, machen wir den an und der macht Nerd. So, genau, kratzt dir mal den Po. Ich hab's gleich, Kollege. Zweiter Tag. Auch nicht. Mann, muss ich mir das aufschreiben oder war das los? Wir können hier nicht einfach auf gut Glück jetzt versuchen, die Sterne rauszumachen. Wie doof das auch klingt, aber Mann! Mach dich doch selber! Es muss doch hier irgendwo einen Hinweis geben! Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssen wir vielleicht für die drei untersten zum Scheinen bringen, oder was? Ja, den. Map. Map. Den und. Map. Nee, den will ich halt eben nicht zum Schein bringen. Dritter Tag. Map. Mann, mach dich doch selber! Map. Ja, der geht an. Wenn ich jetzt den mache, den hat man glaube ich schon, ja. Auch. So, das sind nicht die drei, die angehen, oder was? Ja, war das. Da sind drei Stück. Kann ich jetzt irgendwie verschieben in einer Art und Weise? Nee, ne? Viele Monate später. Herausfinden, in welcher Sternenkombination wir hier arbeiten müssen. Da, 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 da. So, der ist an. Jetzt ist er aus. Blöde Stein ist auch im Weg. Ja, ist gut. Mann, Mann, Mann. Wir können auch nur mit denen anfangen, oder? Täusche ich mich da? Map.
Map. Map. Es sind nur die drei. Warum? Das ist echt uncool. Wenn ich jetzt einfach mal so mache, ja? Passiert hier rein gar nichts. Es hätte sein können. Wir schieben einfach das Ding nochmal hin. Das leuchtet so schön. Ich weiß nicht, ob es gerade eben schon geleuchtet hat. Tada! Nee, du. Das hat sich nicht bestätigt. Wenn wir da machen, dann sagt er wieder. Wenn wir jetzt Tag machen, passiert da auch nichts. Tütüt. 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 Hier können wir wahrscheinlich auch nichts weitermachen. Ja, da sagt er auch nur wieder. Hä? Oh Mann. Ich glaube einfach, das ist verkehrt, wenn das rot aufgezeigt wird hier. Also wenn wir den jetzt, müsste es rot sein, ja. Wenn wir den machen, müsste es rot sein, ja. Wenn wir den machen, müsste es rot sein, ja. Wenn wir so machen und den hier, dann müsste es rot werden. Ja, das müsste auch rot werden. Ei, ei. So. Oh, wir haben auch schon wieder fast die 20 Minuten rum hier, ne? Und wir haben einfach rein gar nichts geschafft. Das ist doch schon mal echt awesome. Was ist, wenn ich einfach nur die hier mache jetzt? Irgendwas muss da doch passieren. Also ich weiß, dass der angeht. Ich weiß, dass der angeht. Ah, ist das aber egal, in welcher Reihenfolge vielleicht? Hä? So. So. Das lässt sich irgendwie nicht so ganz deuten, ne? Nee, yo. Es gehen auch immer wieder dieselben an. Das ärgert mich jetzt ein bisschen hier. Wir spielen jetzt echt 40 Minuten ungefähr und verkacken das so übelst. Genau, mach wieder den Kopf zu. So, wir machen einfach mal wieder die hier an. Und müssen auch gleich schon wieder aufhören. Aber das bringt da rein gar nichts. So, dass das Ding immer noch pennt. Dieses lila etwas. Whip. Whip. Wir müssen aber irgendwie hier reinkommen. Ach Mensch, Leute. Was machen wir? Schreibt einfach in die Kommentare. Das war schon wieder mit Folge Nummer 2. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn wir nicht wirklich produktiv in dieser Folge waren. Aber nur gut. Dann werden wir halt umso produktiver in Folge Nummer 3. Haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zuschauen und...